Was geht ab, meine lieben Freunde? Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Und zwar folgendermaßen. Ja, meine lieben Freunde, also ich bekomme ja hin und wieder unter meinen Videos natürlich Kommentare. Und ihr habt vielleicht gemerkt, dass ich nicht wirklich jeden Kommentar zulasse und reintue. Das hat auch folgenden Grund. Ich habe keine Lust auf irgendwelchen Hate-Kommentaren und was weiß ich was. Ne? Die werden sofort rausgelöscht. Brauche ich nicht sowas. Könnt ihr woanders probieren. Aber ich habe einige Kommentare mir angeschaut und sie waren so lustig, dass sie auch wiederum schon gut waren. Ne? Also es ist nicht so, dass mich jetzt Hate-Kommentare irgendwie treffen oder was weiß ich was. Ne? Aber die waren so lustig, dass ich sie einfach hin und wieder mal aktivieren muss. Weil um einfach zu zeigen, okay, das ist wirklich nur lustig. Ja, Freunde. Und zwar ist es vereinzelt in meinen Videos, aber jetzt ist natürlich sehr krass. Also bevor ich jetzt überhaupt mit diesem Video anfange, Freunde, ich habe nichts gegen irgendwelchen Menschen persönlich und ich bin auch sehr respektvoll gegenüber Menschen, wenn sie natürlich den Respekt mir gegenüber auch geben, sprich Loyalität mir gegenüber. Das bedeutet, wenn ein Mensch jetzt versucht, irgendwie mich zu dissen, dann kann ich natürlich diesen Respekt und diese Loyalität verlieren. Das bedeutet, ein Hate-Kommentar ist etwas gegen mich. Das bedeutet, bin ich auch gegen dich. Ne? Bist du für mich, bin ich natürlich auch für dich. Ja? Ist eine logische Erklärung. Auf jeden Fall geht es um das Video. Das ist ein etwas älteres Video, ist aber völlig egal. Ich habe trotzdem einfach mal die Kommentare aktiviert bei dem Video. 10 Euro Sparmethode, Kassensturz, bla bla bla. Ne? Also das war, wie gesagt, ich habe da so ein Spar... Ich habe da so ein Sparvideo gemacht, wo ich 10 Euro gespart habe innerhalb von ein paar Monaten. Da habe ich mir natürlich meine schöne geile Kamera gekauft, um natürlich für euch eine geile Qualität bieten zu können. Und habe natürlich jeden Monat versucht, 10 Euro, ja was heißt jemand, nee, ich habe das fast alle paar Tage, habe ich immer wieder 10 Euro in, wo ist das Ding, warte. Also fast alle paar Tage immer wieder in so einer leeren, boah, die ist verstaubt, muss ich mal wieder probieren. Ich habe fast alle paar Tage immer wieder 10 Euro reingetan. Am Ende hatten wir irgendwie, wie viel hatten wir gehabt? 500 Euro, 600 Euro oder sowas. Und dann habe ich uns diese geile 4K-Kamera gekauft. Und dieses Video habe ich natürlich auch festgehalten. Ist vom 24.05.2018, also schon etwas älter. So, die Kommentare seht ihr jetzt. Ne? Also hier kann man sehen, mein Zwischenergebnis habe ich geschrieben, bla bla bla. So, dann hat jemand geschrieben, dein Video war schlecht. J-A-B-K. So, da habe ich mal ein bisschen drauf geklickt. Ne, ist ein Fake-Account anscheinend. Ne? Einfach nur irgend so ein Bild, das kennt man ja. Uninteressant. Dann bin ich runtergestoßen. Und das war, wie gesagt, vor einem Monat. Und dann habe ich vor einem Monat geschrieben, danke dir für deinen netten Kommentar. Nicht, ne? Also sprich, eine kleine Retourkutsche. So, vor 2 Wochen exakt hat Goa Silvio, der kleine Strolch, erspart für einen 3er BMW. Ein auf den, ein Diss gegen Türken, bla bla bla. Ne? Liebe Türken, fühlt euch jetzt nicht angesprochen, das ist einfach nur irgendein Hater. Wir kommen gleich auf diesen guten Herrn Goa Silvio zu. Wir wollen ihn natürlich keine Plattform jetzt bieten mit, wie viele Abonnenten haben wir denn jetzt? Wie viele Abonnenten haben wir? Ja, so 92, 93 Abonnenten. Wir wollen ihn jetzt diese Abonnenten nicht bieten, aber wir auf deinen Nacken gehen diese Klicks jetzt, mein lieber Freund, Joao Silvio. Dann schreibt er spart für einen 3er BMW. Ne? Kleiner Diss. Wenn man ihn versteht natürlich. Joao Silvio, nein Bro, für eine Mercedes S-Klasse. Haha, danke auch für deinen netten Kommentar. Nicht, habe ich geschrieben, ne? Auch so einen bösen Kommentar habe ich zurückgeantwortet. Dann schreibt er vor 6 Tagen, Doggy 3DL, klar gerne. So, wenn man sich jetzt sowas anguckt, denkt man sich, okay, das ist jetzt vielleicht was ganz Normales, eine nette Unterhaltung. So, gerade eben so vor ein paar Stunden gucke ich so, gehe ich auf diesen Kanal. So, ich, wie gesagt, ich habe nichts gegen Menschen, ne? Aber so einer disst mich. Gut, dann gucken wir uns das mal an. Ja, guten Morgen. Viele wissen eigentlich, dass ich Pfleger bin. Und da ich ganz viel linke Finger habe, ich kann, ehrlich gesagt, außer Kaffee kochen kann ich eigentlich nichts. Oh. Sagen wir mal so, was in der Küche angeht. Aber auf Doggy 3DL ein paar Diss raushauen. Läuft bei dir, Goa Silvio.
oder vielleicht auch mehr die Frau hält, würde ich sagen, habe ich was für euch. Nur wer Interesse hat. Ich habe eine Klientin gehabt, die dachte, die macht mir eine Freude, wenn sie mir Topflappen schenkt. Ich kann es euch ja mal zeigen. So, Freude. Wir brauchen nicht weiter zu gucken, so, das ist natürlich meilenweit von der Qualität entfernt, von der ich Videos produziere, aber egal, darum geht es jetzt nicht. Aber es geht jetzt um diesen Kommentar. So, warum machen wir uns über solchen Kommentaren überhaupt Gedanken? Warum lassen wir uns von solchen, guck mal, der hat jetzt 19 Aufrufe auf dieses Video, hat er am 26.02., heute ist der 28. Februar, das heißt, hat er vor 2-3 Tagen reingetan und hat 20 Abonnenten auf seinem Kanal. Warum disst er jetzt mich zum Beispiel? Warum? Wieso? Ich meine, ich muss doch jetzt nichts mehr zu diesem Video sagen, oder? Da sind sie. Ich finde die auch völlig hässlich. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Ich finde sie aber zum Wegschmeißen, finde ich die Fallhelden wirklich eine liebe Patientin. So, warum? Warum? Meine Frau, die lacht schon. Warum disst er jetzt mich? Ich habe da kein... Warum tut er? Der verlost jetzt diese Lappen und sagt, mein Video wäre langweilig, spart für... Die sie mir gemacht hat, finde ich ja einfach zu schade. Wer jetzt Interesse hat, die zu haben, ich schicke sie euch. Was ihr dafür tun müsst, ganz einfach. Der Erste, der mich anschreibt, der kriegt sie. Das ist jetzt nicht sein Ernst. Das ist jetzt nicht sein Ernst, er verlost jetzt diese Lappen. Und hat null Kommentare. Wisst ihr, was ich jetzt unter diesem Video schreibe? Ich möchte die Lappen haben. Ich will die Lappen. Du Lappen. Aber Lappen ist eine Beleidigung, Schatz. Ah, das ist eine Beleidigung. Wir wollen uns nicht auf dieses Niveau begeben, hast du recht. Ich will die Lappen haben. Wow. Dein YouTube Kanal ist echt toll. So, ich will die Lappen haben. Ja, warte mal. Ich will die Lappen haben. Wow, dein YouTube-Kanal ist echt toll. Liebe Grüße. Grüße von Doggy3DL. So, und das kommt jetzt rein. So. So, das ist jetzt eine Art und Weise, wie man solchen Hate-Kommentaren einfach mit Liebe zurückantworten kann. Ja, ich weiß jetzt nicht, warum er mich jetzt gedisst hat und ja, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Gut, wollen wir noch ein Video gucken? Komm, wir gucken noch ein Video. Dann hat er hier noch... Ja, hallo. Ich möchte jetzt gerne mal... Hab mich auch darüber ein bisschen so gelesen, mit Artikel 13. Wir lachen über diese Person nicht. Und gab ja einen Haufen, über 5 Millionen Leute, ne, die sind so ein bisschen dagegen, ist halt selbstverständlich. Und ich als Kleiner sozusagen, der ein Abo hat mit einer Handvoll. Egal. Scheiß drauf. Wir wollen uns nicht auf dieses Niveau begeben. Ja, Freunde, ich habe dieses Video ehrlich gesagt nur gedreht, um euch zu zeigen, scheiß mal auf diese ganzen Hate-Kommentare, diese ganzen Hater, Neider. Wir haben uns den natürlich angeschaut. In der Regel sind es eigentlich mal Fake-Accounts mit einfach irgendwelchen leerem Inhalt, ne? Aber der hat leider sich als richtiger YouTuber geoutet, ne? Okay, Freunde. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr Bock habt, kann ich noch auf... Wenn ihr Bock habt, kann ich auch auf... Okay. Wo war ich stehen geblieben? Ah ja. Wenn ihr Bock habt, dass ich auf noch mehr Hate-Kommentaren antworten soll. Wenn euch so ein Video gefallen hat, Freunde, dann kann ich gerne auf noch mehr Hate-Kommentaren ein Video machen. Es ist auf jeden Fall ziemlich lustig, was sich so hinter diesen... Wer sich da hier und da mal versteckt unter diesen Hate-Kommentaren, ist auf jeden Fall eine lustige Sache. Ich danke euch fürs Einschalten und bis denn. Tschüss. Oh shit.